Fängst du an? Ich kann anfangen. Herzlich willkommen zu diesem Create Your Light Video. Das ist der Vincent. Und das ist Marian. Genau. Und warum sitzen wir heute hier? Was machen wir? Ja, Nikon hat uns gefragt, ob wir Lust hätten, mit euch heute das Thema Perspektive und Brennweiten an einer Location uns einmal genauer anzuschauen, in Theorie und in Praxis. Genau. Und das Interessante daran für uns und hoffentlich auch für euch ist, dass wir aus ein bisschen verschiedenen Richtungen kommen. Wir nutzen beide eine Kamera, aber Vincent fotografiert eher und ich bin eher der Filmer. Genau. Das heißt, heute schauen wir uns an, wie man mit dem Z-System die gleichen Locations nutzen kann, die gleichen Brennweiten und wie man das Ganze sowohl filmisch als auch fotografisch umsetzen kann. Genau. Das heißt, wir haben uns hier auf ein Parkhausdach verzogen und werden hier heute den Tag verbringen und einfach mal schauen, was wir hier finden. Wir werden nachher eine coole Tänzerin dabei haben, Paloma. Und und einfach mal gemeinsam durchgehen. Vier Augen sehen mehr als zwei. Einfach total kollaborativ schauen, was für Motive wollen wir aufnehmen und euch dabei einfach mitnehmen. Und wir inspirieren uns hoffentlich auch gegenseitig. Ich finde das voll interessant, mit dir heute unterwegs zu sein, weil man bestimmt was das eine oder andere sieht, was der andere nicht sieht und andersrum. Und einfach auch mal interessant, was funktioniert eigentlich gut beim Fotografieren, aber nicht so gut beim Filmen. Oder wo sind die Parallelen, wo sind die Unterschiede? Genau. Und vielleicht hilft das vor allem auch den Leuten, die viel fotografieren und die mal filmen wollen. Oder halt auch andersrum, wer weiß. Ja, weil der Witz an der ganzen Sache ist ja, dass es so spielerisch ist mit den Kameras, dass man heutzutage diesen Wechsel halt einfach auf so elegante Art und Weise hinbekommt. Und ebenso spielerisch gehen wir da heute ran, glaube ich. Und was halt auch wichtig ist für euch zu wissen, wir werden zwei Videos haben. Im ersten fokussieren wir uns ein bisschen mehr auf dich und die Fotografie. Und im zweiten seht ihr dann den gleichen Tag nochmal aus einer anderen Perspektive, wo es ein bisschen mehr um das Filmen geht. Also falls euch dieses Video gefällt, klickt auf jeden Fall beim nächsten Mal auch in die zweite Folge ein. Ich hab Bock. Sollen wir uns mal ein bisschen umschauen hier, dass wir schon mal, bevor Paloma kommt, so ein paar Orte haben. Ein bisschen vorbereitet sein ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Das heißt, Fokus von dem Ganzen soll halt schon sein, dass wir wirklich sagen, an einer normalen Location bleiben wir und machen jetzt nicht den großen Firlefanz. Ja, genau. Sondern schauen einfach in diesen begrenzten, 2000 Quadratmetern oder sowas hier auf dem oberen Parkdeck, was finden wir hier, worauf haben wir Bock? Wir haben uns jetzt umgeschaut. Ja. Und ich glaube, bevor wir mit dem eigentlichen Content anfangen sollten wir vielleicht einmal tatsächlich ganz basic Begriffe klären, oder? Auf jeden Fall. Was sind denn eigentlich Zahlen, Brennweitenzahlen? Wir fangen mal total simpel an. Ne? Desto kleiner die Zahl, desto weiter das Bild, desto höher die Zahl, desto näher das Bild. Genau. Desto kleiner der Bildwinkel, entsprechend näher dran. Und da gibt es eigentlich so ganz klassisch wenn man die Zoom-Objektive anschaut, gibt es so die ganz klassischen drei Bereiche. Da hat man einmal das Super-Weitwinkel- oder Weitwinkel-Zoom. Hier ist das 14-30, was super geil klein ist. Also gerade für mich so beim Kletterfotografieren mega gut. Echt, ja. 24-70, das, mein Favorite, das Standard Brot- und Butter-Objektiv. Warum? Weil es einfach einen relativ großen Bereich um diese Normalbrennweite herum abdeckt. Also man kommt von einem durchaus vernünftigen Weitwinkel bei dem 24 mm Ende zu einem leichten Tele bei 70, sodass man damit erstaunlich viel ist, was man so fotografisch vorhat, abdecken kann. Man kann schon sagen, das ist einfach ein Bereich, in dem man normalerweise wirklich viel sich bewegt. Deswegen ist es auch das beliebteste Objektiv auf allen Kameras, kann man so sagen. Und super Allrounder. Und halt auch von 24 bis 70 einfach ein mega Bild. Ja, die sind richtig gut, die neuen. Und dann schließt sich. Oh. Tschüss. Beim Z-Mount kommt halt immer mehr dazu, halt auch gerade. Ne? Das ist ja jetzt ein Newcomer hier. Genau, das 70-200 2.8 jetzt auch für die Z. Wir sehen es heute auch zum ersten Mal. Das ist also das klassische Telezoom nach oben raus. Super vielseitig in jeglichen Bereichen von Sport, aber wird auch gerne im Modebereich benutzt. Halt wie alle von diesen drei Objektiven wahnsinnig vielseitig. Deswegen ist es so das klassische Triumvirat. Aber man kann diese Brennweitenbereiche natürlich auch zum Beispiel mit Festbrennweiten abdecken.
Finde ich persönlich super charmant. Ja, voll. Die sind tendenziell lichtstärker, also man kann mehr mit Schärfe, Unschärfe spielen, hat ein bisschen mehr Licht verfügbar. Bei den heutigen Sensortechnologien, finde ich, ist das nicht mehr so kritisch wie früher. Aber es ist auch schön, Kreative, sich festzulegen, genau, einfach fürs Kreative, weil da muss man sich halt bewegen, um halt einen anderen Bildausschnitt zu kriegen. Mhm. Und so lernt man. Also ich finde immer, für Anfänger ist es cool, um einfach Brennweiten zu verstehen. Ja. Weil man kann nicht immer rumzoomen, dann weiß man ja eigentlich auch nie, auf welcher Brennweite man ist, außer man guckt drauf. Und hier weißt du, du hast eine 85er drauf und lernst die halt immer mehr kennen. Und gerade dieses, der Zwang, sich zu bewegen, ist unglaublich wichtig, wenn es um Perspektive geht. Da kommen wir ja gleich noch zu, wenn wir das ein bisschen theoretischer erklären. Dass die Veränderung von dir, von deinem Betrachtungsstandpunkt, einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie das Bild ist. Also es ist nicht das Gleiche, wenn du einfach nur mit dem Telezoom reinzoomst, aber dich nicht im Standort veränderst, sondern wenn du stattdessen deine Position veränderst. Das hat für die Bildwirkung einen Unterschied. Und für den Lernfaktor auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ein 50er, das ist so ein Top, sag ich mal, Standard-Einsteigerobjektiv, was immer eine super gute Standardbrennweite ist. Man kann damit schon unglaublich viel machen. Ich finde das 35er finde ich auch super, super charmant. Ja. Also mir persönlich liegt das 35er als so, wenn man, es ist ein bisschen weitwinkliger, finde ich ein bisschen cooler persönlich. Genau, aber so das 50er, das liegt halt irgendwo hier halt drauf, ne? Und das ist noch so eine Reiseoptik hier, ne? Also das ist dann 24 bis 200. Das ist auch relativ kompakt und ist, glaube ich, für diejenigen, die auf einer Reise nicht so viele Objektive mitschleppen wollen, halt eine super Lösung. Mhm. Und deckt halt natürlich noch einen viel größeren Raum ab. Genau, also perspektivisch kann dieses eine Objektiv hier nahezu alles abdecken, was die drei auch tun. Es ist natürlich weniger lichtstark. Das heißt, je nach Situation muss man die ISO dann halt ein bisschen höher pushen. Und man hat ein bisschen weniger kreativen Spielraum mit Schärfe und Unschärfe, wegen der Blende. Aber wo es heute primär darum geht, um die Perspektiven und die Auswirkungen um Perspektiven, kann man alles, was wir heute erklären, und ich glaube, wir erklären es wahrscheinlich primär an unseren drei Liebsten, das kann man komplett alles mit diesem einen Objektiv auch selber machen. Insofern, da ist man in Sachen perspektivische Kreativität nicht begrenzt. Paloma ist jetzt zu uns gestoßen und bevor wir uns gleich hier auf dem Parkhausdach bewegen und an unsere kreative Arbeit gehen, wollen wir euch nochmal die Theorie näher bringen anhand eines Porträts. Und ab da übernimmt jetzt mal Vincent und erklärt euch so ein bisschen, wie sich das mit den Perspektiven und der Brennweite verhält. Für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Brennweite und Perspektive und Perspektivverzerrung sind zwei Aspekte aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Der erste ist, wir bleiben mit konstantem Standpunkt hier und fotografieren mit verschiedenen Brennweiten. Um das zu zeigen, bin ich mal kurz auf 24 mm und mache ein Foto von Paloma. Und jetzt gehe ich, ohne meinen Standpunkt zu verändern, auf 70 mm, also das andere Ende meiner Zoom-Range, etwas teliger und mache das gleiche Foto. Ich komme durch die 70 mm natürlich viel dichter ran, der Bildwinkel wird kleiner. Ich kann allerdings perspektivisch betrachtet den genau gleichen Bildausschnitt produzieren, indem ich das 24 mm Foto in der Bildbearbeitung croppe, also zurechtschneide, dann ist das rein perspektivisch gesprochen das genau gleiche Ergebnis. Der zweite Aspekt, der wichtig ist zu diesem Verständnis, ist, was passiert, wenn ich die Brennweite konstant halte, aber mich selber verändere in meinem Standpunkt. Das heißt, ich stehe jetzt 1,5 Meter von Paloma entfernt und ich stehe vielleicht 100 Meter von dem Hochhaus im Hintergrund entfernt. Wenn ich weitere 1,5 Meter Schritt nach hinten mache, dann bin ich doppelt so weit von Paloma entfernt, aber nur 1,5% weiter von dem Hochhaus. Das heißt, bei gleicher Brennweite, ich ändere an meinem Objektiv nichts, bleibt das Hochhaus quasi gleich, Paloma wird aber deutlich, deutlich kleiner. Man kann das vielleicht einfach auch noch an extremeren Beispielen noch mal sich versinnbildlichen. Wenn man den Mond fotografiert, dann spielt es keine Rolle, ob man 100 Meter auf den tiefstehenden Mond zuläuft oder nicht, der bleibt gleich groß im Bild. Und Objekte, die dichter dran sind, verändern sich stärker in ihrer Größe als weit entfernt stehende Objekte. Wenn man diese beiden Aspekte jetzt miteinander kombiniert, dann entsteht die Magie und dort entsteht dann die Bildwirkung, auf die wir abzielen. Das heißt, in dem Moment, wo ich physisch weiter wegtrete von Paloma, bekomme ich ja mehr aufs Bild drauf. Um das zu kompensieren, also wenn ich den gleichen Bildausschnitt, die gleiche Büste von Paloma fotografieren möchte, muss ich vom weiter entfernten Betrachtungsstandpunkt etwas mehr ranzoomen, etwas größere Brennweite nutzen. Und in dem Moment bleibt Paloma im Bild gleich groß, aber der Hintergrund, das Hochhaus,
verändert sich massiv. Es wird mal kleiner und mal größer. Und um das zu veranschaulichen, mache ich jetzt einfach mal wieder den Schritt ran. Gehe mit 24 mm, mache dieses eine Foto und gehe einen Schritt zurück und zoome in das Bild rein, um Paloma gleich groß zu halten. Mache wieder ein Foto und ihr seht, Paloma ist gleich geblieben. Das Hochhaus hat sich in der Größe massiv verändert. Und diese Proportionalität zwischen Vordergrund und Hintergrund, die entsteht in der Kombination aus Abstand und Brennweite, das ist das, was wir perspektivisch sehr spannend finden und mit dem wir arbeiten, um verschiedene Bildwirkungen zu erzielen. So viel zur Theorie, das sind diese Aspekte 1 und 2 und deren Kombination halt Bildwirkung ausdrückt. Und darüber sollten wir gleich noch sprechen, warum man überhaupt verschiedene Brennweiten dann benutzt. Weil natürlich, das Offensichtlichste ist einfach nur der Bildwinkel, so nach dem Motto, ich will das und das drauf haben, deswegen wähle ich die und die Brennweite, um es drauf zu kriegen. Aber was halt viele Leute dabei vergessen, ist eben diese perspektivische Wirkung, die die Brennweitenwahl und die Standortwahl hat. Weil ich kann das gleiche Objekt dichter dran mit Weitwinkel fotografieren oder weiter weg mit mehr Brennweite. Und der Unterschied in der Bildwirkung ist eklatant. Wenn man weiter weg ist und mehr mit Tele arbeitet, dann ist es einfacher, den Hintergrund durch Unschärfe ein bisschen zu vereinfachen. Ja. Oder weil der Bildwinkel schmaler wird, hat man weniger Zeugs links und rechts, worum man sich kümmern muss im Hintergrund. Ich glaube, das Beste ist auch, das einfach selber mal auszuprobieren. Ich glaube, man muss das einfach merken, da ein bisschen in die Praxis gehen und dann versteht man das auch ganz schnell. Das kann ja auch so ein bisschen überfordernd sein, wenn man das jetzt einfach so hört. Aber wir haben auch nochmal Beispiele gemacht mit verschiedenen Brennweiten, wirklich von 14 mm bis 200, die das auf jeden Fall nochmal veranschaulichen. Ich fotografiere zunächst eine Serie von 14 mm bis 200 mm am gleichen Standort. Und man kann schön sehen, wie jede Erhöhung der Brennweite, perspektivisch gesprochen, einem engeren Beschnitt entspricht. Im nächsten Schritt fotografiere ich die gleiche Serie von 14 bis 200 mm. Gehe dabei aber immer weiter von Paloma weg, sodass sie im Bild als Motiv immer gleich groß bleibt. Achtet darauf, wie sich der Hintergrund verändert. Und auch unsere Wahrnehmung von Paloma ändert sich. Denn hier gilt das Gleiche. Je näher ein Objekt ist, desto stärker die Veränderung. Die Nase ist dichter zur Kamera als das Ohr. Entsprechend sehen wir nicht nur große Unterschiede zwischen Paloma und dem Hochhaus, sondern auch in ihrem Gesicht selbst. Super Weitwinkel, klassisches Problem. Man hat unglaublich viel Krams mit drauf, der ablenkt. Also es ist immer so ein bisschen die Gefahr. Und beim Fotografieren, finde ich, ist ein Kernelement häufig, die Essenz zu finden und alles Unnötige wegzulassen. Mit einem Superweitwinkel muss man halt schon schauen, wo findet man jetzt irgendwelche flächigen Geschichten oder wo findet man irgendwas, was nicht zu sehr ablenkt. Ja. Und schauen wir nach oben, haben wir eigentlich einen ziemlich coolen Hintergrund, gerade wenn man bedenkt, dass man ja häufig Gefahr läuft, immer aus der gewohnten Perspektive, immer aus der Augenhöhe zu fotografieren. Also egal, was man macht, das ist ja die Höhe, aus der man gewohnt ist zu schauen. Aber wenn man halt einfach mal komplett das umdreht, von oben oder halt auch von unten kommt, denke ich, können wir mit den 14 mm einfach mal versuchen, Paloma über uns rüber springen zu lassen. Wenn man Paloma jetzt steil von unten filmt zum Beispiel, dann, wenn sie ihren Fuß zum Beispiel in die Kamera steckt, dann wirkt der sehr unverhältnismäßig groß. Aber das hat einen sehr besonderen Effekt. Ich glaube, wir müssen das einfach mal zeigen. Genau. Also vielleicht erläutern wir das gerade nochmal, warum wir in der Position sind. Auf 14 mm waren wir gerade wirklich so weitwinklig, dass man, selbst wenn ich mich wirklich ganz nach außen gestreckt habe, man mich noch gesehen hat, als ich den Fuß hier drauf hatte. Und deswegen gehen wir jetzt auf Nummer sicher, weil ich hier festhalten muss. Genau. So, ich habe jetzt einfach mal eine 800stel Sekunde bei Blende 4.5 genommen, einfach um die Bewegung tatsächlich einzufrieren. Ich vermute, dass es bei einer 800stel klappt. Muss man halt immer schauen. Also im Zweifel je nach Sportart einfach mal eine Testbelichtung machen, dann weiß man Bescheid. Und dann probieren wir jetzt einfach mal ein bisschen rum. Und ich würde vorschlagen, ich bin in dem schnellen Serienmodus, also H+. Einfach um die maximale Chance zu haben, den spezifischen Moment mitzubekommen.
Und ja, dann würde ich dich jetzt einfach mal bitten, einfach mal ein paar Testsprünge zu machen. Und zwar 3, 2, 1. Fall, da gehen wir in die richtige Richtung. Probieren wir es einfach nochmal. Und zwar 3, 2, 1. Kannst du deine Füße ein bisschen zur Seite? Ja, 1. Ist halt so ein typisches Beispiel, wo man sich so fragt, ey, wie haben die das fotografiert? Es sieht halt viel höher aus. Ein supergeiles 14mm Beispiel, finde ich. Ja, weil es ist tatsächlich so, dass sie ausreichend weit wegkommt, ja, von der Linse, dass sie schon vergleichsweise klein aussieht. Genau. Insofern sieht es so aus, als ob sie viel höher springt, ja, als es tatsächlich der Fall ist. Ich bin zufrieden und du hast ja auch was vor. Ich bin gespannt, was du fabrizierst. Ja, erstmal fand ich sehr interessant, was du gewählt hast. Diesen Sprung, das ist ja ein ziemlich cooler Moment, den man einfrieren kann. Ich glaube, es funktioniert für mich nicht so gut. Ich glaube, ich möchte lieber mehr tanzende Bewegungen, mehr Abfolgen haben. Spezifisch Film? Genau, für Film jetzt. Aber interessant, wo dann da der Unterschied ist. Du hast hier einen sehr genauen Moment gesucht und ich werde ein bisschen freestylen jetzt. Und das, ja, probiere ich jetzt mal aus. Das seht ihr dann im nächsten Video. Wir haben ja schon was mit dem 14mm gemacht und jetzt hier drin, huf, hab schon die ganz rote Birne, können wir im Schatten arbeiten, was sehr, sehr schön ist. Zwei Sachen fallen mir hier sofort auf. Wir haben zwei Lichtquellen. Einmal draußen die große quadratische Öffnung, sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier oben noch die Neon-Leuchtstoff-LED-Röhre, die natürlich von hier oben auch noch mal ein bisschen Schein runterwirft. Also mit den zwei Lichtern können wir arbeiten. Und an Perspektiven, also ich finde von hier aus raus dieses Framing, das ist halt das ist der Shot, der sich halt sofort aufdrängt und deswegen machen wir den auch einfach. Auch hier wieder die spannende Frage, wo positionieren wir Paloma im Vergleich zu mir und im Vergleich zu dem Rechteck im Hintergrund, weil je nachdem, in welcher Proportionalität wir hier unterwegs sind, wird das Rechteck im Hintergrund größer und framet sie komplett oder das Rechteck wird kleiner. Wenn wir also mit mehr Weitwinkel dichter an sie rangehen, dann wird das Rechteck im Hintergrund kleiner. Das ist also eine stilistische Frage, wo wir gleich einfach mal gucken können, was am besten passt. Ich fange mit 24mm an und dann sehen wir einfach mal, was passiert. Also bei sowas ist natürlich super, super wichtig, bei so rein geometrischen Geschichten, wo man überall hier oben Linien hat, horizontale Linien, senkrechte Linien, da sollte man halt schon wirklich zusehen, dass man das in der Kamera sauber ausgerichtet hat. Man kann das zwar in der Post versuchen, so ein bisschen zurechtzurücken, aber so richtig geil ist es nicht. Insofern schon möglichst sauber hier auf der Mittellinie fotografieren und dann gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Das ist cool. Cool. Dichter ran, weitwinkliger, das sorgt einfach für etwas dramatischere Perspektiven. Gerade bei diesen geometrischen Geschichten hier, in dem Moment, wo ich mit dem starken Weitwinkel rangehe, habe ich natürlich diese Außenkanten, die ziehen nach außen dann noch viel stärker weg und alles läuft ein bisschen, ja, noch deutlicher als auf sie im Zentralpunkt zu. Ich würde gerne einmal eine Sache probieren. Magst du einmal bis hinten an den Beginn der Rampe rangehen? In dem Moment, wo du weiter nach hinten weggehst, haben wir jetzt deinen gesamten Körper komplett in dem Lichtquadrat. Vorher waren die Füße und der Kopf bzw. die Hände, wenn sie ausgestreckt waren, halt im Schatten unserer Umrahmung. Und jetzt stehst du voll im Licht. Das ist, glaube ich, so von der Inszenierung noch mal etwas schöner. Und jetzt schaue ich tatsächlich auch mal durch den Sucher durch. Also ich finde den Sucher unglaublich praktisch, immer dann, wenn wir es mit extremen Hell-Dunkel-Geschichten zu tun haben. Wir sind ja hier gerade in einem dunklen Tunnel, also die Augen adaptieren. Aber in dem Moment, wo ich rausgucke, bin ich sofort blind. Und dann kann ich einfach richtig schwer hier drauf gucken. In dem Moment, wo ich nur hier durchgucke, sehe ich alles wirklich gut. Insofern, das ist eine schöne Sache. Also das war ja jetzt irgendwo so zwischen 24 und 35mm gefilmt, fotografiert. Und wenn ich mir das hier so anschaue, dann kommt da halt also dieses wirklich wunderschöne Softbox-Licht im weitesten Sinne rein. Ist also fast wie so ein Studio-Setting. Und daher die Überlegung, dürfte ich dich bitten, dich einmal kurz hier hinzustellen. Und zwar etwas weiter weg vom Hintergrund. Genau. In dem Moment ist es ja etwas losgelöst. Und da muss ich jetzt selber mal schauen. Ich würde das gerne nutzen, um noch ein anderes Foto zu machen. Und zwar wechsle ich dafür auf das 85.
Ich bin jetzt auf 85 mm. Wir waren ja vor ein paar Minuten noch einfach 10 Meter tiefer mit dem 24 mm und hatten also dieses epische, große, das Geometrische. Der Grund, jetzt auf das 85 zu gehen, ist A, finde ich, für die Pose, die sie gleich einnimmt, finde ich, das ist so eine viel weichere Pose, so wirkt es zumindest auf mich. Also finde ich ein bisschen Spiel mit Schärfe und Unschärfe sehr, sehr schön. Das geht natürlich mit einem Tele tendenziell deutlich besser. Und dann wird der Hintergrund durch das Tele auch einfach größer in Relation. Das heißt, wir können sie wirklich, ich glaube, wir können hier gleich ein Setting kreieren, das sieht fast aus wie im Studio. Und das ist auch immer das Schöne zu sehen, dass man draußen vielerorts Licht findet, was aussieht wie ein großer Studioaufbau. Also mal gucken. So, magst du einmal noch mal in die Position gehen? Ja. Cool, das gefällt mir sehr gut. Ich mag das sanfte Licht mag ich sehr, sehr gerne. Und das Schöne ist ja auch, also ich fotografiere das jetzt bei ISO 100. Sie ist größtenteils in den unteren Bereichen des Histogramms. Der Hintergrund ist größtenteils nicht komplett ausgefressen. Also im Dynamikumfang ist es tatsächlich fast gänzlich drin, wenn die Sonne zumindest draußen nicht ballert. Was wir jetzt mal machen können, wir haben ja jetzt gerade das schöne Licht flächig von hinten gemacht. Wir können unsere Position einmal tauschen. In dem Moment habe ich halt die riesen Softbox hinter mir. Hat zweierlei Charme. A, sieht man sie jetzt natürlich viel, viel besser, aber vor allem haben die Augen einen schönen, schönen Reflex jetzt, weil in deinen Augen spiegelt sich halt einfach jetzt das helle Licht. Das heißt, wir machen einfach mal ein paar Fotos zum Test. Genau, das ist eine schöne Pose. Kannst du noch etwas weiter rauskommen? Ich glaube, wenn du noch etwas weiter rauskommst, dann haben wir noch ein bisschen mehr dann haben wir noch ein bisschen mehr Glanz in den Augen. Genau, das sieht schön aus. Ja, so. Magst du noch mal einen Schritt weiter rauskommen? Je weiter sie rauskommt, desto mehr Licht fällt ja auf sie drauf. Das heißt, bei gleichbleibender Belichtung oder gleichbleibender Helligkeit von deiner Haut wird der Hintergrund dunkler. Also der Kontrast wird einfach größer, was ich in dieser Situation sehr schön finde. So, und wenn du deine Augen soweit, ja, wow, da kommen wirklich in dem krass, wird man fast geblendet. Dadurch, dass ich tiefer gegangen bin, die gleiche Pose zu fotografieren, magst du dich noch ein bisschen mehr durchstrecken, ein bisschen, ja genau. Dadurch habe ich die Möglichkeit jetzt, das ohne irgendeine Form von Hintergrund aufzunehmen. Also es ist jetzt wirklich rein monochromatisch und texturlos, was ich sehr, sehr schön finde. Was du ja gerade machst, ist auch irgendwie, du verlierst ja komplett die Location. Also du arbeitest vor allem mit dem Licht, das die Location erzeugt. Genau. Und das ist auch was ich mir gerade von dir abgucken möchte, weil ich es irgendwie cool finde, das nochmal einzubringen. Weil ich habe ja irgendwie sehr, sehr viele Shots, die das irgendwie mit, wo man das fühlt alles. Ja. Du hast jetzt ja gerade irgendwie das Licht nach da benutzt. Man sieht höchstens die Wand ein bisschen schwarz, weiß in die Richtung. Ein bisschen studiomäßig. Und das alles Outdoor. Ja. Irgendwie auch 85er, glaube ich, eine geile Linse für. Das war auch so ein Moment, wo ich gerade über die Schulter gucke, genau, klau mir die Optik und so denke, das habe ich noch nicht. Und hast du geil gesehen. Also die Bilder sehen echt, echt gut aus. Und auch das, ich glaube, der Moment, wo man das Licht in ihren Augen gesehen hat, das ist so, man merkt, ey, Licht funktioniert von draußen. So, es ist mega geil. Insbesondere, wo die Augen, wenn du sie weiter aufgemacht hast, ist es so, du guckst durch den Sucher durch und es ist fast so ein Blendmoment. Es ist so, wow. Das ist halt auch so ein Stillmoment, den du hast, wo ich dann auch wieder neidisch bin und sage, das kann ich nicht so gut. Aber zum Beispiel den Moment, wo sie die Augen öffnet, würde ich jetzt filmen. Es könnte halt ein Start sein. Und wenn du das vielleicht sogar mit 60 FPS oder 50 filmst, 50, ja, dann kannst du das sogar ja noch unterstützen irgendwie mit ein bisschen so ganz sanfteren Bewegungen. Genau. Also ich schaue gerne. Also das wird, glaube ich, spannend. Aber du hast dein Bild? Ich denke schon. Du hast dein Bild, okay, geil. Weißt du, was ich mir gerade Ehre, wo Ehre gebührt, Manu hat 70-200, ja, filmt uns damit gerade. Ja. Und als er mir vorhin über die Schulter gefilmt hat, mit dem, ja, 85er, ja, gucke ich mir so das Sucherbild an auf dem Autohaus und denke, das ist besser, als was ich gemacht habe. Dann go for it. Statt der 85er noch teliger. Noch teliger bedeutet, wir gehen im Bildwinkel noch schmaler. Das heißt, bei gleicher Größe von ihr haben wir halt einen schmaleren Winkel im Hintergrund, was das Ganze halt noch minimaler gestaltet. Und zwar war das tatsächlich die quadratische Pose. Das 70-200 ist halt auch so ein, das ist wirklich ein Objektiv, wo man manchmal erst das Bild sieht, wenn man wirklich durchguckt oder eigentlich immer. Also sich das vorzustellen ist manchmal wirklich schwierig, finde ich. Und dann hat man oft so einen Aha-Effekt, wenn man dann mal auf so einer hohen Brennweite ist.
Ey, bei sowas auch der Augenautofokus, ne? Ich schwenke ja so ein bisschen, ich bin ja auf 2,8. Also bei jedem Atmen geht man ja so ein bisschen vor, zurück. Du gehst ein bisschen vor, zurück beim Atmen. Und der hält das halt einfach so konstant gut. Das ist so eine Hilfe, wie viel weniger Ausschuss man da einfach hat. Genug Tunnel für heute, würde ich sagen. Der ist abgefrühstückt, ne? Abgefrühstückt will ich nicht sagen, aber wir haben von 14 bis 200 hier alles Mögliche drin gemacht. Ja, und auch ganz unterschiedlich, ne? Mal die komplette Location mit drauf gehabt, also diesen ganzen Tunnel. Oder halt so, als wäre es im Studio, nur das Gegenlicht benutzt oder andersrum. Also ja, sehr cool. Wo wir jetzt rauskommen, wollen wir das mit dem 70-200, Geoporn, wollen wir mit dem nochmal, wir haben es ja eben im Porträt-Setting benutzt im weitesten Sinne, wollen wir da noch einmal schauen, wie man damit auch weiter entfernte Objekte ein bisschen freier stellen kann? Also eben nicht nur im engen Framing arbeiten, sondern vielleicht auch Ganzkörper oder etwas mehr als Ganzkörper? Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, einfach nochmal zu erklären. 200 mm heißt nicht, damit müsst ihr Details filmen oder ein Gesicht, sondern man kann auch ganz, zum Beispiel eine ganze Person filmen und die halt super schön abheben. Lass es nochmal machen. Ja. Ist ja auch eine super schöne Optik dafür. Let's go. Okay. So, Marc, kannst du von dort, kannst du springen? Ja, also so einfach hoch. Okay, ich bin bereit. Ah, super, super, super. Das geht absolut in die richtige Richtung. Bitte nochmal. Warte mal, ich schaue einmal. Das ist schön. Mega schön, mega schönes Foto. Ja. Lohnt sich. Lohnt sich, lohnt sich. kannst du so weit nach vorne kommen, wie du kannst? Ist auch so eine Krankheit von Fotografen, Videografen. So am Ende denkt man, man ist fertig und dann geht es nochmal ein Stück weiter, weil man immer noch was findet und typische Situation. Ja, oh, das war's, das war's. Ich glaube, wir haben ihn. Soll ich mal die Arme hochmachen oder die unten? Oh nein, wir haben ihn nicht. So ganz knapp nicht. Verdammte Scheiße. Ich gehe noch mal kurz in den Highspeed-Modus. Springen! Okay. Ja, wir haben ihn. Okay. Tschüss! Mittlerweile komplett rot gebrannt. Der Tag neigt sich dem Ende. Wir haben vorhin in Untersicht mit 14 mm hier genau auf diesem Dach geschossen. Ich habe Paloma beim Springen fotografiert. Du hast sie beim gefilmt. Genau. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, also gerade eben um wegzukommen von dieser normalen Augenperspektive, gehen wir jetzt einfach mal von der gleichen Location einfach nur nach unten. Wir haben hier, das finde ich persönlich super, super schön, wir haben halt diese homogene Asphaltfläche. Ja. Und, keine Autos. Und die Linien machen das Ganze halt so super geometrisch. Und wir haben hier eine super schöne Schattenkante, an der wir Paloma ausrichten können. Und gerade wenn sie in die längeren Posen geht, finde ich, und diese Linien aufnimmt, wirkt das Ganze sehr, sehr elegant und grafisch. Ist auch, finde ich, ein gutes Beispiel für ein Bild, was man nicht unten zwingend sieht. Ne? Also wenn man hier hochgeht, denkt man auf einmal, krass, es sieht nochmal viel grafischer aus. Auch jetzt mit dem Schattenwurf, der da nochmal gerade um die Tageszeit jetzt gekommen ist, hast du noch eine Linie mehr. Ich habe es ja eben schon bei dir gesehen. Ist schon echt cooles Bild. Ja. Wollen wir es einfach mal kurz, ich bin jetzt nämlich sogar noch wieder weitwinkliger gegangen. Aber wo bist du? Ich bin jetzt so bei 22 mm um und bei. Okay, ja. Paloma, magst du noch einmal dich langstrecken? Das sah sehr, sehr schön aus. Kannst du die Pose, kannst du dafür bitte noch einmal 2 Meter nach links gehen, damit ich aktuell die, so, dann würde ich genau noch einmal, ja. Den rechten Arm minimal höher. Ey, das war mega, mega gut. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Danke dir. Spaß gemacht. Bis bald. Ciao. So. Ja. Setzen wir uns nochmal hin. Kleines Fazit. Spannender Tag. Hat Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Also dir über die Schulter zu schauen, wie du das Ganze filmisch angegangen bist. Und vor allem auch dir über die Schulter zu schauen. Ah. Nee, ich finde schon sehr interessant, ich will das gar nicht Neid nennen, aber dass dieses, was man vielleicht mal
in der Videografie vermisst oder in der Fotografie vermisst, haben wir so ein bisschen gegenseitig gemerkt. Man merkt, ah, Bewegtbild ist cool, hast du gesagt. Und ich denke halt so, boah, du hast diesen Vorteil, nur den Moment zu haben. Das haben wir auch öfter erwähnt, aber das war für mich so das, was man beim anderen spürt. Es ist schon noch was anderes einfach. Auf jeden Fall. Und die, wie die andere Herangehensweise auch andere Blickwinkel produziert, die man vielleicht selber erstmal gerade nicht spontan drauf hatte. Genau. Also bei dir habe ich Sachen auf dem Sucher gesehen, bei ihm habe ich Sachen auf dem Sucher gesehen, wo ich dann halt so gedacht habe, ja, ein gutes Bild. Das eigne ich mir jetzt an. Ja, voll. Und insofern, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, ich hoffe, dass die Zuschauer auch ein bisschen was gelernt haben über Brennweite-Perspektiven. Zusammenspiel, Standpunkt, Brennweite, Perspektive, Verzerrung. Und genau das, was wir heute hier gemacht haben, geben wir mal als Challenge an euch weiter. Bei der Create Your Light Challenge könnt ihr euch ja mal ausprobieren, vielleicht auch mal mit ein paar mehr extremeren Perspektiven und Brennweiten zu arbeiten und da ein Bild zu machen, wo ihr dann mal ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht und vielleicht da auch wirklich neue Perspektiven oder auch Brennweiten entdeckt. Insbesondere die Brennweiten nicht in dem Standard Anwendungsfall zu benutzen, also super Weitwinkel nicht nur für in die Landschaft halten, ja. Tele nicht nur für Porträt, genau. Sondern einfach mal zu schauen, wie kann man das auch umgekehrt benutzen. Genau. Wer Lust drauf hat, wir freuen uns auf die Fotos. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und ganz wichtig, das war ja erst das erste Video. In 2 Wochen gibt es das nächste Video, wo wir den Tag noch mehr erleben, aber halt mehr aus der Perspektive aufs Video. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr auch zuschaut. Und bis dahin sage ich schon mal Tschüss. Und den Macht's Kollegen gut. Seht ihr in 2 Wochen nochmal. Vielen Dank dir übrigens. War ein super toller Tag. Na klar, super. Ciao. Tschüss.